Ich bin Herm Christopher Mainz von der Mainz-Böhme GbR. Wir kommen aus dem südlichsten Heidekreis in Niedersachsen und sind hier als Lohnunternehmer in der Aussaat vertreten mit der Precea. Wir haben sehr unterschiedliche Bodenstrukturen, weshalb wir auch die Maschine mit SmartForce ausgestattet haben, um halt eine automatische Aufstandskraftregulierung zu haben und gekoppelt mit Section Control auf Dünger, Saat und Mikrogranulat. Des Weiteren haben wir sehr viele Kunden, die uns auch mit Applikationskarten versorgen, wo wir dann nach Applikationskarten ausbringen. Auch dort ist es in der Saat, im Dünger und auch Mikrogranulat angewendet. Dieses Jahr haben wir auf der Maschine 30 Spot verbaut. Das Ganze geht in die Richtung Umweltschutz und Düngereffizienz, um halt dort einfach Einsparungen zu erwirken. Und diese 30 Spot Einheit sammelt den Dünger und schießt oder platziert den Dünger synchronisiert zum Saatkorn unterhalb oder vor oder hinter dem Saatkorn ab. Dadurch ändern wir dieses Jahr die Bandablage des Düngers in eine Portionsdüngung. Dieses Ganze bringt die Vorteile mit sich, dass ich eine Düngereinsparung habe bei gleichem Ertrag, währenddessen auch noch die Umwelt geschont wird, also eine Umweltschonung stattfindet und dadurch natürlich dieser Imagevorteil gegenüber der Bevölkerung da ist, dass wir halt mit unseren Ressourcen, die wir in der Landwirtschaft einsetzen, auch sehr effizient umgehen. Das Flexible an dem System ist, dass wir sowohl spotten können, als auch eine Reihendüngung anbieten können und das einfach durch einen Klick ändern können. Das 30-Spot-System ist nachrüstbar, indem man einfach das Düngerchar austauscht und die 30-Einheiten in den ESO-Bus integriert. Hier oben sitzt normalerweise noch ein Zyklon drauf, der den Düngerfluss abscheidet, also die Luft von dem Dünger trennt. Der Dünger kommt hier in die 30-Spot-Einheit hinein, wird dort dann von dem Paddel erfasst und synchronisiert zu dem Saatkorn abgelegt. Mich hat das System überzeugt, weil das System in Kombination mit dem Section Control auf den Düngerreihen einzeln ein rundes System für mich ergab, so dass ich den Dünger praktisch nicht nur portioniert ablege, sondern auch am Vorgewende nicht mehr auf 6 Meter verteilt weiterhin ins Vorgewende ziehe, sondern auch punktuell pro Reihe abgeschaltet wird.